Internationaler Frauentag und das Motto muss dieses Jahr sein, finde ich, Frauen wählen. Frauen sind weiter unterrepräsentiert in den demokratischen Gremien. Bei mir im Landtag sind wir jetzt gerade 31% Frauen. Rechnet man die Grünen raus, sind es nur noch 19. Bei uns im Landkreis Esslingen im Kreistag sind es gerade im Moment 27%. Und bei den Kommunalwahlen, bei der Gemeinderats- und der Kreistagswahl, da gibt es ja eine Personalisierung. Man kann Stimmen häufeln und auf über verschiedene Listen verteilen. Klar, wie viele Frauen die Parteien aufstellen, haben die Wählerinnen und Wähler, habt ihr und sie nicht in der Hand. Aber wer dann reinkommt, schon. Und natürlich ist es oft so, die Männer sind schon 30 Jahre die Vereinsvorsitzenden von irgendwas ganz Großem. Und die Frauen sorgen dafür, dass alles am Laufen bleibt. Das merkt man auch beim Wahlverhalten. Und deswegen, Repräsentanz von Frauen in deinem, ihrem Gemeinderat, in deinem, ihrem Kreistag, bedeutet, wenn man das will, Frauen wählen.